Nachtschwestern ist eine neue Serie für RTL. Spielt nachts in Köln. Ich spiele die Nora Altmaier. Nora ist Krankenschwester und zwar nicht irgendeine Krankenschwester, sondern sie leitet die Station der Nachtschwestern. Kiki, was zum Teufel machst du da? Die wurde eben angeliefert und ich dachte, ich bringe sie hier rauf, um... Nicht denken, einfach nicht denken. Überlass das Denken mir, okay? Meine Rolle, Nora Altmaier, ist sehr fleißig, sie ist sehr ehrgeizig, sie ist sehr straight und sehr direkt, hat einen bossy Ton. Und sie ist aber trotzdem warmherzig, aber sie muss eben eine Station leiten und deswegen ist es für sie immer ganz wichtig, dass alles läuft und dass die Leute auch ihren Job machen. Und sie trägt eine alte Verletzung in sich und die kommt nur in zweiter Linie über einen Mann, in erster Linie von ihrer Freundin, Ella Fink. Ich war 2015, glaube ich, zu Gast bei Unter uns für 3 Monate und da habe ich Ines kennengelernt. Wir haben aber keine Spielszenen zusammen gehabt, haben aber, so sagt es der Mythos, die Sage, die Mär, in der Kantine bei Unter uns gesessen und haben uns gewünscht, dass wir irgendwann mal zusammen in einer Serie spielen. Bumm, hier sind wir. Es hat geklappt, das Universum hat es uns geschenkt. Es macht viel Spaß. Es ist aufregend, es entsteht was ganz Neues. Wir haben jetzt ganz lange an diesem Baby gefeilt und jetzt bringen wir es zusammen hier im stillgelegten Krankenhaus zur Welt. Mal gucken, was aus dem Baby wird. Es war von der ersten Sekunde unseres Drehs heute schon so, dass wir dachten, oh, es entsteht Magie. Manchmal hat man ja so ein Gefühl zu einer Sache und ich habe mich selten getäuscht. Ich habe mich wirklich selten getäuscht. Ich wusste auch immer, wenn was richtig scheiße geworden ist. Und das hier... das könnte ziemlich gut werden.